Einen schönen guten Abend zusammen. Ich habe schon gesehen, der Chat hat sich ordentlich gefüllt in den letzten Minuten. Mein Name ist Friedrich Jeschke. Ich bin Vorsitzender der Fraktion Die Linke Volt im Regionalrat Köln. Ich denke, Sie können mich hören. Wir haben hier gerade auch einen Chat gemacht. Sie dürfen gerne, wenn Sie uns hören, uns ganz kurz in den Chat schreiben. Hallo, guten Abend. Sie können auch gerne schreiben, von wo Sie sich zugeschaltet haben, falls Sie das möchten. Ein Hinweis an dieser Stelle: Dieses Webinar zeichnen wir auf, werden es aber anonymisiert veröffentlichen. Wir werden also keine Namen von Ihren Fragen veröffentlichen, keine personenbezogenen Daten, und wir werden auch Ihre Fragen anonymisiert vorstellen, und auch der Chat selber wird nicht veröffentlicht. Das heißt, wenn Sie jetzt mit Ihrem vollen Namen im Chat schreiben, kein Problem, dieser Chat wird nachher nicht zu sehen. Und ja, während wir die ersten Gäste hier begrüßen und noch auf die letzten angemeldeten TeilnehmerInnen warten, zeige ich Ihnen nochmal vielleicht ganz kurz so ein paar kleine technische Tipps. Den Chat haben die meisten von Ihnen schon entdeckt. Sie können selber, falls etwas nicht stimmt, auch nochmal in die Einstellung schauen. Sie können Handzeichen geben, wobei wir das heute nicht nutzen werden, weil wir nur über den Chat heute Abend arbeiten. Und wenn Ihnen das Bild ein bisschen klein ist, dann können Sie das auch entsprechend das Menü ein- und ausklappen und ein Vollbild generieren. Wie gesagt, das ist eine Infoveranstaltung, deswegen möchte ich zu Beginn auch kurz noch darauf eingehen, dass wir alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten wollen, und ich denke, das auch tun werden. Es wird wahrscheinlich aber nicht heute Abend sein, sondern dass wir im Nachgang auch nochmal Fragen beantworten. Vor allen Dingen, uns haben heute im Vorfeld auch nochmal umfangreiche Fragen erreicht, auch teilweise sehr konkrete Fragen. Detailfragen zu konkreten Projekten können und werden wir heute Abend natürlich nicht in vollem Umfang überhaupt thematisieren können. Deswegen seien Sie versichert, dass wir das alles mitnehmen und das beantworten. Wir wollen Ihnen aber heute Abend, und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie auch sich angemeldet haben, einfach nur mal vorstellen, um was das hier alles geht und warum Sie und wir da gemeinsam ja jetzt in den nächsten Monaten gefordert sind. Und deswegen steige ich auch direkt ein, weil Ihre Zeit ist kostbar. Wir möchten Sie da auch gar nicht von dem wohlverdienten Abend und Feierabend abhalten. Und wenn Sie schon ein kaltes Bier oder einen Wein oder eine Schorle vor sich stehen haben, ist das genau ideal, weil es könnte sein, dass es ein bisschen trocken wird. Es könnte sein, dass es an mancher Stelle Fragezeichen hervorbringt. Aber lassen Sie sich davon nicht irritieren, sondern schauen Sie lieber nochmal in die Aufzeichnung oder melden Sie sich im Nachgang nochmal bei uns oder auch in die Bezirksregierung, die ja auch für dieses Verfahren verantwortlich ist, über das wir heute reden. Dies ist einfach eine erste Informationsveranstaltung, und deswegen gehen wir da jetzt auch mal in die Agenda. Ja, ich stelle Ihnen erst nochmal ganz kurz überhaupt vor, was ist dieser Regionalrat? Der ist ja leider sehr selten in der Presse. Meine Co-Vorsitzende und Kollegin, die Frau Hane-Knoll, wird dann die Fraktion und unsere Meilensteine und Schwerpunkte einmal vorstellen. Ja, und dann haben wir den Herrn Peter Singer. Er wird Ihnen dann diesen Regionalplan selber und das Beteiligungsverfahren vorstellen. Ja, und dann gehen wir auch schon in die Fragen, und die werden wir am Ende beantworten. Deswegen bitte ich Sie, ruhig Fragen in den Chat zu schreiben. Oh, da war schon jemand schneller. Ich gehe einmal zurück. Und diese Fragen werden wir dann gebündelt versuchen, am Ende auch zu beantworten, was schon machbar ist, und alles andere werden wir im Nachgang beantworten. Also schreiben Sie ruhig Ihre Fragen rein. Für uns gibt es keine schlechten, blöden oder dummen Fragen. Es gibt nur Fragen, die man beantworten kann, und das werden wir dann versuchen. So, starten wir. Zum Einstieg noch mal ganz kurz. Ich denke, die meisten von Ihnen wissen das, aber der Regionalrat beschäftigt sich mit dem Thema Flächen und Planung im Regierungsbezirk Köln. Und dafür ist es manchmal ganz gut, vielleicht nur mal zu sehen, wie sieht dieser Regierungsbezirk eigentlich aus. Und dass der ja von Monschau unten Hellenthal-Dahlem bis hoch in gerade vom Wald in Hückerswagen geht, Wipper führt, das ist manchmal so ein bisschen schräg, ne? Und manchmal gar nicht so greifbar. Deswegen haben wir einfach nochmal hier die Städte und Kreise dargestellt, und man sieht, ne, Köln, Bonn, Aachen. Das ist im Grunde die kleinste Fläche, weil die Kreise, die ländliche Region, wie man so schön sagt, die ist eigentlich noch viel entscheidender. Und da wird es auch im Regionalplan einige wichtige Punkte geben, auf die wird aber Herr Singer gleich auch nochmal mit eingehen. Dies ist, wie gesagt, der Regierungsbezirk. Und
nur noch mal vielleicht zur Verdeutlichung, wenn man das Ganze in Satellitenperspektive sich anguckt, dann sieht man auch das Besondere an unserem Regierungsbezirk. Da ist der größte menschengemachte Eingriff überhaupt in der Natur. Dort sind 3 Tagebaue, dort sind 4 Kohlekraftwerke und wir haben einen Strukturwandel und wir haben das Thema Klimaschutz, Flächenschutz. Und deswegen ist das auch sehr besonders, was hier im Regierungsbezirk Köln passiert, gerade im Rahmen des Strukturwandels. Und das sind oft Spagate, die man ja durchaus machen muss, auch in der Politik. Und wir versuchen natürlich da von unserer Seite Klimaschutz, soziale Themen, aber auch Nachhaltigkeit vorne in der Agenda mit anzubringen. Und nur mal so ein Beispiel, wie das konkret aussieht. Ne, Sie sehen links, das ist so ein Klassiker, da möchte eine Stadt oder Gemeinde oder in diesem Fall sind es mehrere, ein gemeinsames Gewerbegebiet haben. Schutzwürdiger Boden und die wollen 75 Hektar. So, die Gesetzgebung und die Vorschriften sagen, naja, maximal gehen 41,4 Hektar. Und dann geht so eine Diskussion im Rat los und das sind dann die Themen, die bei uns dann auf der Agenda stehen und wo dann natürlich die eine Seite versucht, möglichst viel für sich rauszukriegen und die andere Seite aber sagt, hey, so geht's nicht. Und das ist dann natürlich etwas, wo wir als Fraktion natürlich auf die Themen Nachhaltigkeit und Flächenschutz setzen. Wir sind dort aber im Moment noch ein bisschen allein, denn der Rat ist zusammengesetzt aus Parteien, das sind stimmberechtigte Mitglieder und wir gehen ja gleich nochmal ganz kurz auf unsere Fraktion ein. Aber diese stimmberechtigten Mitglieder, das sehen Sie auf der oberen Achse, die sind alleine, aber nicht im Rat, aber sie entscheiden. Sie werden durch Stimmen, also redeberechtigte Mitglieder, beratende Mitglieder ergänzt. Und das sind die Städte und Kreise. Das ist der LVR, das sind Arbeitgeber, das sind Arbeitnehmerverbände, Sport. Und es gibt aber von anderen Verbänden keine entsprechenden beratenden Mitglieder. Da sind wir aber dran, weil wir versuchen, da noch andere mal reinzubringen. Aber das würde jetzt hier ausufern. Das ist auch ein bisschen knifflig mit der Geschäftsordnung. Kurzum, der Rat ist zweigeteilt, aber es gibt nur eine Seite, die abstimmen darf. Aber eine Handwerkskammer oder eine IHK ist dabei und darf dann auch durchaus das Wort ergreifen. Wir selber sind eine der 5 Fraktionen in diesem Rat und Sie sehen schon, wir haben gegen FDP, SPD und CDU einen schweren Stand, auch wenn wir in vielen Themen mit den Grünen da zusammenarbeiten an der Stelle. Dennoch versuchen wir natürlich unsere Rolle dort sachlich und nach bestem Gewissen auszuführen. Und deswegen sind wir auch als Opposition hier als Fraktion auch zusammengegangen. Und das bringt mich dann dazu, noch kurz zu erwähnen, was ist eigentlich da noch alles hinter? Denn der Regionalrat als solcher hat sogenannte Kommissionen. Sie können sich das, wenn Sie den Stadtrat sehen, da nennt sich das dann Ausschüsse. Hier sind es Kommissionen, wir haben sie mal aufgeführt. Ein Nebenkonstrukt, das ist also etwas Separates, was aber durchaus eng verbunden ist, ist der Braunkohleausschuss. Dort ist Frau Beate Hanne-Knoll Mitglied. Es gibt noch eine gemeinsame Steuerungsgruppe mit dem Düsseldorfer Regionalrat, weil dort zum Beispiel ja der Tagebau Garzweiler in beiden Regierungsbezirken liegt. Ne, da gibt es also dann was nochmal was dazu betrifft. So, und in diesen Kommissionen wird dann auch viel vorbereitet und besprochen, was dann später im Regionalrat ist. Und genau. Und das ist einfach nur nochmal für Sie zur Darstellung, was eigentlich dieser Regionalrat ist. Und er kommt nicht durch direkte Wahl zustande, dies sei noch kurz am Ende abschließend erwähnt, sondern das hängt damit zusammen, wie viele Stimmen die Parteien bei den Kommunalwahlen bekommen haben, in Stadt bzw. in den Kreisen. Und entsprechend dieser Stimmverteilung oder Gewichtung bekommt man dann auch Sitze in dem Rat. Und Volt hat einen Sitz und die Linke. Und das wird jetzt dann Frau Beate Hanne-Knoll Ihnen vorstellen. Weil von meiner Seite war es das schon. Ich bin nachher noch ein bisschen für die Beantwortung mit da und übergebe dann jetzt an die Beate und sage, liebe Beate, die Bühne gehört dir. Das ist ja wunderbar. Ja, guten Abend zusammen. Ich freue mich auch, dass einige Leute den Weg zu uns gefunden haben. Die Fraktion Die Linke Volt existiert seit Anfang 2021. Hier sieht man ja auf dem Schaubild sehr gut, aus welchen Menschen sie besteht. Friedrich Jeschke, haben Sie gerade schon gehört, ist Fraktionsvorsitzender, gehört der Partei Volt an, ist ja als bestens hier zu sehen.
Er ist also ordentliches Mitglied im Regionalrat, ist also stimmberechtigt und auch in den Kommissionen für Digitalisierung und Kommission für Strukturfragen und ich vertue mich da immer und Regionalplanung. Genau, ich selbst bin dann sozusagen das zweite ordentliche Mitglied der Fraktion und auch im Regionalrat, bin im Verkehrsausschuss tätig und in der Unterkommission Rheinberg und Mitglied im Braunkohlenausschuss. Dort ist die Linke halt vertreten. Bettina Wolf können wir auch mal, auch als Geschäftsführerin ist sie bei vielen Sitzungen dabei, hat leider kein Rederecht, was auch der Geschäftsordnung des Regionalrates leider unterliegt, was denke ich, schwierig ist manchmal. Es wäre wünschenswert, wenn auch Geschäftsführungen, die ja auch Kompetenz mitbringen, durchaus auch Rederecht bekämen. Unten links sieht man dann Peter Singer von der Linken, ist lange Zeit Fraktionsvorsitzender der Fraktion Die Linke im Regionalrat gewesen, hat also etliche Jahre an Erfahrung im Regionalrat und im Braunkohlenausschuss hinter sich, ist jetzt in der Kommission Rheinisches Revier und auch in dieser Kommission Regionales und Struktur der als beratendes Mitglied. Murat Yilmaz, relativ neu dazugekommen in die Fraktion, ist auch beratendes Mitglied in der Kommission für Digitalisierung, ist von Berufswegen da auch sehr prädestiniert für diese für dieses Aufgabenfeld. Und ganz neu ist Elina Witzel. Die junge Frau ist Raum- und Stadtplanerin und unterstützt mich in der Verkehrskommission als beratendes Mitglied. Wie gesagt, hat die Fraktion sich gefunden Anfang vorigen Jahres. Wir hatten also konstruktive, intensive Gespräche, weil man ja nicht unbedingt denken würde, dass Linke und Volt direkt so zusammenkommen. Aber in den Themen, die der Regionalrat halt zu verantworten hat, sind wir durchaus übereingekommen, dass wir da viele Schnittmengen haben. Es gab dann einen Fraktionsvertrag, der unsere Gespräche und unsere Vereinbarung sozusagen besiegelt hat. Und da steht zum Beispiel drin, dass Grundlage der Zusammenarbeit eine gerechte, soziale und ökologische Herangehensweise an die Themen sind, die, für die der Regionalrat zuständig ist. Unter anderem eben die Flächen, unter anderem halt die Raumplanung und der Strukturwandel, vor allen Dingen im Rheinischen Revier, aber auch Verkehrsprojekte und auch wir möchten dafür sorgen, dass auch Initiativen oder Vereine durchaus mit sich aktiv zeigen können und Kommunikations- und Beteiligungsformate auch im Regionalrat bekommen. Bislang ist das ja nicht der Fall. Man kann keine Anträge stellen als Initiative oder als Naturschutzverband zum Beispiel. Man muss das schon über die Fraktionen dann eben machen. Genau, und als Beispiele, wenn die nächste Folie zeigt das nochmal, hatten wir jetzt uns überlegt, die Schwerpunkte 2021, die wir rausgesucht haben, einmal Flächenfraß in Bettburg, das hatte Friedrich Jeschke gerade schon vorgestellt, da ging es eben darum, dass eine Gemeinde oder mehrere Gemeinden da ein Gewerbegebiet nochmal im Regionalplan verändern wollten, was aber nicht unbedingt unseren Vorstellungen oder überhaupt der Nachhaltigkeit und dem Naturschutz entsprach. Und wir haben das somit abgelehnt, waren da aber allein auf weiter Flur. Dann der Ausbau der A3 bei Leverkusen. Da gab es ja die Anrainer Gemeinden, die im Vorfeld schon gesagt haben, sie möchten keinen achtspurigen Ausbau der A3, sondern sie würden sich damit begnügen und hatten da auch Erfahrungswerte, dass die Standspurstreifen halt durchgängig freigegeben werden. Das würde halt ausreichen für diese Gemeinden. Da haben wir eine Resolution verfasst. Die Grünen sind da mit uns zusammen auf den Weg gegangen und wollten das auch den anderen Parteien, FDP, CDU und der SPD halt durchaus nahelegen, dass sie diese Resolution mit verabschieden. Aber das war auch eben nicht auf Gegenliebe gestoßen, leider. Also man hört dann auch schon mal, alles, was von der Linken kommt, ist eigentlich nicht von den anderen Fraktionen halt so respektiert und da wollen sie eigentlich nicht zustimmen. Ne? Das ist nicht schön, wenn man sowas hört, weil ich denke, dass Linke und Volt durchaus da gute Ideen haben, wenn die anderen ein bisschen zugänglicher wären, könnte man da auch mal einstimmige Beschlüsse, Resolutionen fassen, die Linke und Volt eben auf den Weg bringen.
Dann alternative Resolution Rheinspange. Da hatten wir uns im Vorfeld mit Initiativen getroffen, die sich für die gegen die Rheinspange aussprechen und gegen weiteren Autobahnausbau. Hatten dann eine Resolution verfasst. Da waren die Grünen auch mit von der Partie. Und leider ist auch die im Dezember vorigen Jahres leider nicht zum Zuge gekommen. Wie gesagt, die anderen Parteien sind da überhaupt nicht zugänglich. Die Initiativen waren auch vor Ort. In Aachen war das damals und hatten da öffentlichkeitswirksam nochmal auf die Problematiken hingewiesen. Das fand allerdings auch eben keinen Widerhall. Und auch Kiesgrube Blessem, da haben wir auch kritisch drauf geguckt, Fragen gestellt, die auch leider noch nicht eingehend beantwortet wurden. Wir warten da noch. Die nächste Regionalratssitzung wird das nochmal thematisieren. Genau, wir werden berichten und vielleicht schauen Sie mal auf unsere Homepage. Da ist vieles noch Interessante zu entdecken und vielen Dank schon mal. Danke, liebe Beate. Mit dem Verweis auf die Homepage, dort sind natürlich gerade zu diesen Themen auch nochmal die ausführlicheren Informationen da. Das würde heute hier sicherlich im Rahmen sprengen und ist ja nicht Gegenstand. Ich packe ihn mal in den Chat kurz, dann können Sie sich auch gleich gerne von den Newsletter anmelden und dann auf dem Laufenden bleiben. Und jetzt übergebe ich dann auch an Peter Singer. Er wird dann jetzt in den Kern des Ganzen eingehen. Und ja, Peter, die Bühne gehört dir. Ich bin stumm. Viel Spaß. Ja, guten Abend allerseits auch von mir. Ich habe jetzt den Part, dieses doch äußerst unsexy Modell Regionalplan vorzustellen. Ich werde mich jetzt auch darauf beschränken, da eine rein formale Betrachtungsweise zu machen und noch keine politische Wertung meinerseits da reinzubringen, sondern nur mal zu schildern, worum es überhaupt geht und welche Mitwirkungsrechte es da gibt, sei es vom Bürger selbst oder von Kommunalparlamenten und so weiter. Also der Friedrich hat ja schon vorgestellt, was der Regionalrat ist und was er macht. Es ist also die zentrale oder man kann auch sagen die Hauptaufgabe des Regionalrates, dass er halt den sogenannten Regionalplan aufstellt und einen aufgestellten Plan bei Bedarf ändert. Das Problem ist jetzt, dass wir einen sogenannten alten Regionalplan haben, der schon 20 Jahre in Kraft ist und man jetzt begonnen hat, vor einigen Jahren schon zu erarbeiten, einen neuen Regionalplan, der dann auch Bestand für die nächsten 15, 20 Jahre haben soll. Sie sehen hier so ein Schema, was schon alles passiert ist und passieren soll. Das möchte ich vielleicht ein bisschen erläutern, aber dazu muss man noch vielleicht drei Sätze sagen, was der Regionalplan eigentlich regelt. Also das ist eine textliche und zeichnerische Festlegung der überörtlichen Raumordnung im eben skizzierten Regierungsbezirk. Wenn man so will, eine überregionale Flächennutzungsplanung. Und das basiert auf dem aktuell in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan, der also auf Landesebene versucht, eine Raumordnung landesplanerisch zu steuern. Und dann kommt die nächste Ebene, das sind die Regierungsbezirke, wo das etwas verfeinert dargestellt wird. Und das sind dann die Vorgaben für die Städte und Gemeinden und auch Kreise auch in dem entsprechenden Regierungsbezirk, hier eben im Regierungsbezirk Köln, die halt Vorgaben gemacht bekommen, worum es geht. Und zwar um Siedlungs- und Flächenpolitik, Industrie- und Gewerbeentwicklung, Verkehrswege, Klimaschutz und Naturschutz und noch einige andere Dinge. Und damit soll also eine relativ einheitliche Landes- bzw. Regionalentwicklung sichergestellt werden. Das ist ja durchaus vernünftiger Gedanke, denn es gilt ja zu verhindern, dass es einen Flächenwildwuchs gibt und dass es ein unkoordiniertes Handeln der einzelnen Städte gibt. Also ganz grob gesagt, eine Gemeinde oder Stadt kann nicht hingehen und sagen, so, jetzt mache ich da ein Gewerbegebiet und da baue ich Wohnungen und da mache ich das. Das ist schon
doch durch so einen übergeordneten Plan in gewissen Grenzen geregelt, wo was passieren darf. Ja, also es ist genau geregelt, eigentlich jetzt nicht auf den Quadratmeter, aber relativ genau geregelt, wo die einzelnen Städte und Gemeinden Gewerbe- und Industrieflächen haben dürfen, wie viel sie haben dürfen, wo Wohnbebauung ist, wo Landwirtschaft ist, wo Wald ist und so weiter in ihren Gemeindegrenzen. Und wenn Sie da was anderes haben wollen, wenn mal ein Regionalplan da ist, dann können Sie anregen, dass das geändert wird. Und das sind eigentlich die Verfahren, die im Regionalrat abgehandelt werden. So, jetzt mit einem, wie Sie sehen, 2017 hat man angefangen, die von Verwaltungsseite, also von der Bezirksregierung, die sogenannte Planungsbehörde ist das, Regionalplanungsbehörde, diesen Plan vorzubereiten. Da sind also zahlreiche Erhebungen durch die Bezirksregierung gemacht worden, zum Beispiel Abgrabungskonferenzen, das geht da um Kiesgruben und so weiter. Und dann sind die einzelnen Kommunen und Kreise, Städte intensiv interviewt worden, was denn ihre Wünsche sind. Da sind lange Gespräche, lange Runden geführt worden. Also immer auf der Verwaltungsebene, muss man dazu sagen. Und dann gab es spezielle Fachbeiträge der Landwirtschaft, also vom Landwirtschaftsverband, aber auch vom Naturschutzverband, Verbänden. Und daraus, aus diesem Ganzen, wurde dann eine Bedarfsberechnung der Flächen angestellt. Das heißt, in Köln soll so und so viel, hat Bedarf für so und so viel Gewerbeflächen, für so und so viel Wohnflächen. Und dann wird dann gegenübergestellt, ja, was haben wir denn da überhaupt? Oh, das passt ja gar nicht. Ne? Wir haben natürlich einen Bedarf, der viel höher ist, aber wir haben gar keine Flächen. Dann wird da versucht, irgendeinen Ausgleich herzustellen, auch auf der Regionalebene. So, im Regionalrat selber gab es schon etliche Workshops, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und ein ganz zentraler Satz ist aber für heute, das Ganze ist noch im Entwurfsstadium. Es ist also noch nichts abschließend beschlossen. Obwohl im Dezember hat der Regionalrat halt, jetzt im vergangenen Dezember, der Regionalrat die Aufstellung beschlossen. Das heißt aber, dass man in das förmliche Verfahren einsteigt. So, und am Ende des förmlichen Verfahrens steht dann der Beschluss über den Regionalrat. Jetzt hat man beschlossen, dass er aufgestellt wird und der Entwurf öffentlich ausgelegt wird. So, und darum geht es jetzt. Das ist ja auch Anlass unserer Veranstaltung heute. Es ist also jetzt, Moment, muss ich einmal weitergehen. Man kann jetzt also von 7. Februar an, also ab Montag nächster Woche bis 31. August, kann jeder Mann und jede Frau selbstverständlich im Sinne von Öffentlichkeit seine Bedenken und Anregungen gegen diesen Plan vorbringen in einer Stellungnahme. Das Gleiche gilt für die sogenannten Träger von Belangen öffentlicher Stelle. Das ist eine Vielzahl, angefangen von Post, Telekom, Bundeswehr, Bahn, Landwirtschaft, weiß der Teufel was. Und sogar die Anrainerstaaten, die am Regierungsbezirk liegen, Niederlande und Belgien, können da auch Stellungnahmen abgeben oder sind aufgefordert, das zu tun. Sie müssen es nicht, aber sie können es. Und natürlich alle Kommunen im Regierungsbezirk, sprich die kreisfreien Städte, die kreisangehörigen Gemeinden und Städte sowie die Kreise selber. Das muss in diesem Zeitraum Februar bis August passieren. Diese umfangreichen Planunterlagen, die findet man also auf der Seite der Bezirksregierung. Ich habe jetzt gerade nicht den Link vorliegen, aber wenn man auf die Seite Bezirksregierung Köln geht, wird man da automatisch hingeführt. Das ist also ein Wahnsinnswerk, kann man schon sagen. Das sind also etliche hundert Seiten und Pläne, die jetzt hier vorzustellen, das würde also jeglichen Rahmen sprengen.
So, und falls es jetzt also von Ihnen oder auch von Kommunen Bedenken gibt gegen, das muss man sich also angucken in diesem Plan, was ist bei meiner Kommune da angedacht, dann muss man eben eine oder sollte man eine Stellungnahme abgeben und möglichst zahlreich zu einem Thema abgeben, damit sie auch was tut. Das kann man elektronisch oder postalisch angeben, das ist aber alles auf der, muss man sagen, auf der Seite der Bezirksregierung alles genau vorgestellt, wie das zu vonstatten zu gehen hat. Man sollte allerdings möglichst konkrete Stellungnahmen abgeben, nicht so Sachen wie, also dieser Regionalplan widerspricht jeglichem Naturschutz, deshalb bin ich dagegen, das wäre ein bisschen zu einfach. Man muss halt schon konkret sagen, was man bedenkenswert hält oder was man alternativen Vorschlägen hat. Das sollte man alles schon einbringen. So, und das geht dann so weiter, dass die Bezirksregierung diese Unterlagen, die eingegangenen Stellungnahmen nach diesem oder auch schon während dieses Auslegungszeitraumes auswertet und versucht, mit den Stellungnehmenden in einen Dialog zu treten und vielleicht im Vorfeld Sachen auszuräumen, einen sogenannten Ausgleich zu erzielen. Das ist meist der Fall, wenn Kommunen eine Einwendung machen. So, falls der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass es dadurch zu wesentlichen, also das war jetzt doch eine politische Wertung, zu wesentlichen Änderungen der Planunterlagen kommen sollte, dann muss der ganze Prozess nochmal gemacht werden. Dann muss das nochmal öffentlich ausgelegt werden. Aber wie gesagt, das bezweifle ich. Und zum Abschluss dieses ganzen Verfahrens wird dann dieser, ich sage jetzt mal, aufgrund der Stellungnahmen überarbeitete Regionalplanentwurf dem Regionalrat vorgelegt. Und der befindet dann im Prinzip über jede einzelne Stellungnahme, ist die sinnvoll, ist berücksichtigenswert oder nicht. Und wird dann im Ergebnis einen neuen Regionalplan verbindlich aufstellen, der dann für die Kommunen im Regierungsbezirk quasi Gesetzescharakter hat. Und dann ist er abgeschlossen. Soweit zu dem förmlichen Verfahren. Ich kann nur jeden auffordern und bitten, sich das anzuschauen. Es ist teilweise ein bisschen mühselig, gebe ich zu, aber es ist für seinen Heimatort mal da reinzugucken und mal zu schauen, was ist da angedacht bei mir zu Hause. Ja, soweit von mir. Vielen Dank. Danke, Peter. Bevor ich jetzt gleich an Bettina gebe, die wahrscheinlich fleißig die Fragen bündelt, weil ich sehe gerade, jetzt sind Sie als unsere Teilnehmenden warm geworden, was mich sehr freut. Noch zwei, drei Ergänzungen zu Peters schon sehr guten Punkten. Sie haben die ersten Links von uns im Chat bekommen. Sie bekommen aber, wie gesagt, nochmal eine E-Mail von uns, wo wir alles nochmal zusammenfassen. Meine Empfehlung ist, starten Sie mit den Dingen, die bei Ihnen, ich sag mal ganz platt gesehen, vor der Haustür angemarkert sind, ne, wo man sieht, was ist bei Ihnen. Es gibt einmal einen Plan, also wirklich wie eine Karte. Das ist die sogenannte zeichnerische Darstellung. Und dann gibt es noch die textliche Fassung. Und gehen Sie die mal so seitenweise durchgucken, was betrifft Ihre Region. Und dann kann man vielleicht schon ein paar erste Dinge sehen und dann auch mal nachfragen. Die Eingebungen sind, wie der Peter schon sagte, recht detailgetreu und müssten am besten gut begründet sein, weil es kann schon mal passieren, dass sie dann abgelehnt werden, weil ja zu unkonkret oder nicht klar erkennbar ist, worum es geht. Die Form selber ist über das Portal auch dann recht gut vorgegeben. Das kann man also online machen. Da ist das praktisch, also man wird, wie das aussehen muss, ist recht klar. Aber es geht ja um den Inhalt. Und wenn dann das nicht genau klar ist, was Sie meinen, dann wird das auch schon mal dann gerne nicht so verstanden.
Deswegen lieber nochmal drüber gucken und senden Sie uns immer gern vielleicht eine Kopie oder wenn Sie wollen, uns mal vorab Ihren Entwurf. Ich kann noch nicht versprechen, ob wir das alles schaffen. Manchmal ist es ja immer kurz vor Toreschluss. Aber wir können natürlich uns gerne da gemeinsam austauschen. Denn warum bieten wir das Ihnen ja auch an? Wir möchten uns gerne da auch mit Ihnen vernetzen, um da im Dialog zu bleiben. Ne? Also wer das gut findet, was wir hier tun und wer sich da interessiert, der darf natürlich gerne, wie gesagt, nicht nur sich im Newsletter anmelden, sondern kann es natürlich auch mal gerne im Nachgang eine E-Mail schicken. Wir wissen von mehreren Initiativen aus verschiedenen Bereichen des Regierungsbezirkes, die ja auch schon bei dem einen oder anderen Thema dran sind. Ich nehme nur mal ein Beispiel, weil es sehr bekannt ist, ist das Thema Rheinspange. Da gibt es gleich 7 Initiativen, die da schon sehr aktiv sind. Aber es gibt auch andere Ecken, zum Beispiel im Kreis Heinsberg, wenn es da um die Kiesgrube geht, und man möchte sich da gerade finden, kommen Sie gerne auf uns zu. Das, was wir gerade in Bessem erleben, kann vielleicht Ihnen helfen, wenn Sie sich dort kurz schließen. Und wir versuchen das gerne dann auch von unserer Seite im Regionalrat einzubinden. Ich weise halt darauf hin, dass wir leider keine Mehrheit haben und an manchen Stellen Argumente dort nicht ziehen. So grausam das ist, das wollen wir hier nicht vertiefen. Wir wollen heute informieren und wer daran Interesse hat, der kann natürlich gerne im Austausch mit uns stehen. Kurzum, gehen Sie da Schritt für Schritt ran. Das ist auch für uns, wir machen das ja alle ehrenamtlich hier, auch etwas, was wir Schritt für Schritt machen. Und deswegen, wenn wir Infos und Updates haben oder vielleicht machen wir sogar einen Workshop, bieten wir vielleicht mal an. Das ist noch offen. Das ist nur eine Idee, die mir jetzt gerade gekommen ist, weil ich Sie so aktiv hier im Chat sehe, wo wir vielleicht mal so ein paar Punkte gemeinsam uns anschauen können, die Sie auch, wo Sie Fragen zu haben. Wie gesagt, wenn Sie bei uns sich dort melden, dann können wir das Ganze mit Ihnen vielleicht auch weiter verfolgen. Und jetzt gebe ich dann mal an Bettina. Und Bettina, das ist ja einiges im Chat los. Ja, hallo, auch nochmal von meiner Seite. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie so aktiv sind. Tatsächlich würde ich sagen, wir versuchen jetzt noch alle Fragen, die bisher gestellt wurden, zu beantworten. Das gibt uns ungefähr eine Minute pro Antwort und alles, was jetzt noch kommen sollte, müssen wir dann halt mal schauen. Ne? Also wir nehmen das auf jeden Fall mit, wie Friedrich Jeschke schon gesagt hat, vielleicht in der zukünftigen Veranstaltung sonst. Also ich gehe jetzt einfach mal durch und würde jetzt auch einfach mal an Friedrich, unseren Fraktionsvorsitzenden, die erste Frage stellen und mal ein bisschen einfacher einsteigen und zwar, wie viele Menschen gibt es überhaupt im Regierungsbezirk Köln? Und eine Frage, die uns auch online, die uns vorher schon per Mail erreicht hat, kann man das Gremium Regionalrat überhaupt als demokratisch sehen oder wie wird das von unserer Fraktion gesehen, da ja WählerInnen nicht direkt zur Wahl sozusagen aufgerufen wurden? Ja, dann beantworte ich das gerne ganz kurz. Wie schon gesagt, es ist kein direktes Mandat, was Beate und ich haben, sondern es ist ein entsendetes. Und wir vertreten damit aber halt dennoch den Plan von 4,4 Millionen EinwohnerInnen hier im Regierungsbezirk. Also deswegen sind wir uns ja auch der Verantwortung bewusst und wollen sie da in der Kommunikation mitnehmen. Das ist genau der Hintergrund. Nur weil man nicht direkt gewählt ist, heißt das nicht, dass man nicht demokratisch versucht zu handeln. Sehr gut, dann mache ich direkt weiter. Und zwar, woran liegt es, dass die anderen Parteien für vernünftige Argumente nicht zugänglich sind? Vielleicht gebe ich... Da möchte ich auch gerne etwas zu sagen. Oder ja. Jede Person von uns kann das ja machen. Genau. Also, ich meine, das ist ja... Unglücklicherweise ist das ja keine Seltenheit, dass etablierte Parteien, möchte ich mal so sagen, nicht zugänglich sind für vernünftige Argumente. Und man hört es leider, ich bin ja auch die zweite Periode im Regionalrat, dann häufiger eben, dass es konsequent vermieden wird, der Linken halt eine Zustimmung zu geben, wenn sie selber gute Ideen hat. Im Stadtrat Köln zum Beispiel ist das ja auch so, in anderen Stadträten möglicherweise auch, dass Änderungsanträge gestellt werden zu den Anträgen von der Linken oder wollte es jetzt in Köln in der Regierung in Anführungsstrichen. Und dadurch verändert man das so, dass der eigentliche Antrag ja nicht mehr von der eigentlichen Partei kommt, sondern es halt dann nochmal ein bisschen ausgeschmückt oder irgendwie verändert. Und die Parteien, die die Mehrheit haben, die haben dann leider da auch das Sagen.
wir sind dran und ja, mit den Grünen zusammen haben wir zumindest ein bisschen mehr Einfluss und vielleicht lässt sich auch, wenn es vielleicht auch mal einen Generationenwechsel gibt, ist ja auch durchaus möglich, der Regionalrat dann auch mal umkrempeln oder mehr Beteiligung der Öffentlichkeit, der Bevölkerung. Das wäre auch schön, dass man da mehr Einflussnahme nehmen kann. Ja, sehr gut. Wir kommen auch später, glaube ich, nochmal in die Richtung. Aber ich gehe jetzt erstmal die Fragen ein Stück weit chronologisch durch. Und zwar wird der Regionalrat über größere Investitionen von Unternehmen informiert? Diese Frage würde ich jetzt mal an unseren alten Regionalratshasen Peter Singer geben. Nein, also ganz klar nein. Also ich habe ja versucht, das zu erklären. Der Regionalrat beschäftigt sich mit der Aufstellung eines Regionalplans. Was da drumherum an Lobbyarbeit passiert, das kann ich persönlich nur vermuten. Das weiß ich nicht. Es gibt aber keinerlei Informationen, dass Unternehmen so und so und so und so das und das an Investitionen vorhat, sondern was es gibt, ist es, dass ein Unternehmen an den Regionalrat herantritt oder an die Bezirksregierung, muss man genauer sagen, und sagt, ich möchte zum Beispiel wie RWE vor einigen Jahren in Bergheim ein neues Kraftwerk errichten. So. Darf auf dem und dem Standort. Und das ist aber regionalplanerisch nicht vorgesehen, das da zu machen. Also muss der Regionalplan geändert werden. Und dann muss das Unternehmen vorstellen, was es denn da machen will. Wenn man Glück hat, sagt das Unternehmen einem auch, was er wo und nie investieren will. Aber das muss es nicht, ne? Sondern darlegen, das ist unbedingt notwendig wegen der Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Möchte ich da zur Energieversorgung das Kraftwerk da und da auf diese Stelle bringen. Und dann wird in der Regel von diesem Regionalrat, also etablierte Parteien sage ich ungern, Altparteien schon gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, von den doch sehr festgefahrenen Fraktionen im Regionalrat, die diese Überlegungen in aller Regel kommentarlos und kritiklos übernommen. Das ist das große Problem. Ich würde gerne kurz dir da zur Seite springen, Peter, und ein Beispiel hier. Ich habe nochmal das von Bedburg gerade aufgemacht. Das kann die Frage vielleicht beantworten. Die Stadt Bedburg wollte zusammen mit anderen drumherum Kommunen 75 Hektar. Eigentlich gehen maximal 41. Und dann habe ich die Stadt angeschrieben und gefragt, was gibt es denn da Besonderes? Was sind die Gründe dafür, dass ihr so viel Fläche wollt? Ist das eine ganz besondere Firma, ein ganz besonderer nachhaltiger? Ne? Wer möchte denn da was machen, dass das so groß ist? Ich habe gar keine Antwort darauf bekommen. Es wurde sogar gesagt, aus datenschutztechnischen Gründen geht das nicht. Der Clou ist, in Gallenkirchen war es genau andersrum. Da hat ein Unternehmen öffentlich gesagt, sie wollen trotz Corona expandieren. Die bauen nachhaltige Energiemotoren, also Elektromotoren, und wollen auch einstellen und brauchten mehr Fläche. Haben 5 Hektar gewollt. Die Stadt hat gesagt, dann nehmen wir direkt noch 5 dazu zum Verkaufen und hat das in den Regionalrat gebracht. Und da haben wir gesagt, Leute, die 5 Hektar für die Firma, jetzt wissen wir ja, dass das konkret ist für ein mittelständisches Unternehmen der Region. Die wollen wir gar nicht blockieren. Aber die anderen 5 Hektar auf schutzwürdigem Boden, die würden wir gerne trennen. Die würden wir gerne nicht verbauen wollen. Und alleine diesen Agendapunkt haben die anderen Parteien von der Tagesordnung genommen. Das ist leider das, was dort passiert. Nur mal so als Beispiel, mit welchen Methoden dort gearbeitet wird, warum es so wichtig ist, dass Sie Ihre Eingebungen formulieren und wir vielleicht auch versuchen, Ihnen zu helfen, weil diese Eingebungen, auch gerade wenn es eine Masse von Eingebungen ist, die sind nochmal eine andere Hausnummer, als wenn wir mit 2 Leuten in der Fraktion in so einem Rat keine Mehrheit haben. Und diese Eingebungen werden auch gesammelt, die werden nicht veröffentlicht aus datenschutztechnischen Gründen, aber sie werden ganz klar berücksichtigt und müssen auch dokumentiert werden.
Ja, dann vielen Dank. Dann mache ich an der Stelle mal weiter. Wir kommen da vielleicht später nochmal in die Richtung. Aber folgende Frage würde ich gerne an Beate Hanne-Knoll geben, weil das auch absolut in ihrem, sage ich mal, Engagementsbereich nochmal liegt. Und zwar hat der Regionalrat jetzt definitiv der Rheinspange zugestimmt. Und welche Bedeutung hat das? Und vielleicht schaffst du auch noch mit zu beantworten, wieso die Autobahn GmbH zwar im Regionalrat vertreten ist, nicht aber Pro Bahn, ADFC oder andere Vereine. Ich fange mal mit dem letzten an. Die Autobahn AG, die ist ja abgespalten seit einiger Zeit. Vorher war das ja der Region, oh Gott, Peter, kannst du mir mal, wie heißt sie nochmal? Niederlassung? Straßen-NRW. Straßen-NRW, vielen Dank. Ist mir schon entfallen. Ich hatte jetzt die Autobahn AG schon verinnerlicht. Ja, und das gab es ja einen Wechsel. Allerdings bekommen wir ja nur Berichte und nur Flächen, die vom Autobahnausbau betroffen sind, die werden dem Regionalrat halt vorgelegt. Aber ansonsten wird eigentlich nur berichtet, ne? Oder werden diese Flächen werden in der Regionalplanung berücksichtigt. Aber richtigen Einfluss haben wir da nicht. Deshalb auch nur diese Resolution, die wir einbringen wollten, um sie dann an die Bundesregierung zu schicken. Mehr Möglichkeiten hat der Regionalrat da nicht. Und mit der Rheinspange, gut, das ist jetzt eine sozusagen eine Beschlussfassung, aber natürlich entscheidet letztendlich die Bundesregierung, das Verkehrsministerium, wie es da weitergeht. Wir hatten ja eben auch eine Resolution eingebracht im Dezember, dass man davon abrückt, weil das ja weder der Verkehrswende entspricht, noch den Maßnahmen, die man in Sachen Klimawandel auf den Weg bringen muss, um da irgendwie noch Schadensbegrenzung zu machen. Es ist halt nicht erforderlich, neue Autobahnen zu bauen, weil dadurch, wie Studien ja bezeugen, noch mehr Verkehr dadurch entsteht und nicht weniger. Und die Argumentation aber der anderen Parteien ist halt häufig, ja, es muss ja laufen, die Wirtschaft muss brummen und es ist wichtig, dass die Autobahnen ausgebaut werden und auch natürlich so in dem Sinne Freifahrt für freie Bürger. Die Autolobby ist halt sehr, sehr stark und man möchte das im Regionalrat auch weiterhin, begrüßt das und möchte das da kein Hindernis sein. Ja, dann vielen Dank für die... Darf ich noch einen Satz dazu ergänzen, bitte? Ausführliche Antwort, ja. Ja, nur ganz kurz, damit kein falscher Eindruck entsteht. Der Regionalrat, der hat nicht darüber zu entscheiden, ob die Rheinspange gebaut wird oder nicht. Diese Entscheidungskompetenz hat er nicht. Er hat nur die Kompetenz, diesen Regionalplan aufzustellen und zu ändern. Der Regionalrat hat auch kein eigenes Budget, der entscheidet auch nicht über Gelder zum Beispiel. Also nicht da zu große Hoffnungen reinsetzen, wenn der Regionalrat, also der hat auch nicht dem zugestimmt, der hat eine Resolution veröffentlicht, wir begrüßen den Bau der Rheinspange, also mit Mehrheit. Und unsere alternative Resolution mit den Grünen zusammen, die hat er abgelehnt. Nur zur Klarstellung. Dann jetzt noch eine kurze Frage an Friedrich Jeschke und dann müssen wir leider auch schon zum Ende kommen. Und zwar, wie bereitet der Regionalplan die Region auf die kommenden Folgen des Klimawandels vor, zum Beispiel durch technischen oder nachhaltigen Hochwasserschutz? Und vielleicht kannst du dann im Abschluss nochmal einfach darauf hinweisen, wie dieser Antrag, wie das jetzt abläuft mit der Stellungnahme, formlos oder nicht und wie genau, weil das da hin zielten noch mehrere Fragen aus dem Chat und den Rest können wir leider heute nicht beantworten, aber im Nachgang dann gerne nochmal per Mail. Genau, weil wir auch pünktlich Schluss machen werden, gerne noch kurz, fange ich bei der Formulierung an. Sie können im Grunde das wie einen Brief formulieren, indem Sie Ihre Argumente reinschreiben, ne? Indem Sie sagen, ich bin der Meinung das oder ich bin dagegen, weil und dann natürlich gut mit den entsprechenden Punkten. Und gerne gehen Sie da auch mal auf diese Fragen nach dem Hochwasserschutz ein. Also ich habe zum Beispiel im Vorfeld auch die Frage bekommen, wie sieht das aus? Durch Borkenkäferbefall sind Wälder weg. Wie ist das mit der Hochwasserschutzfunktion, die diese Wälder eigentlich haben? Am 10. Februar ist eine öffentliche Sitzung des Regionalrates in Leverkusen. Sie können sich als BürgerInnen dort anmelden über die Seite der Bezirksregierung. Sie können der Bezirksregierung schreiben, dass Sie gerne als Gäste teilnehmen dürfen. Sie dürfen nicht reden, aber Sie dürfen teilnehmen.
Und dann können Sie zum Beispiel dort im Vortrag lauschen, der dort uns vorgestellt wird. Und dort werden wir diese Fragen stellen oder wir werden auch schauen, ob die beantwortet werden. Denn die Hochwasserschutzmaßnahmen sind ja Teile der Regionalplanung über die Verbände wie den Erf-Verband, wie den Wupper-Verband etc. Und dort wird das dann entsprechend durchberücksichtigt. Da könnte man ein abendfüllendes Format machen. Vielleicht machen wir das sogar mal, was dieses Thema Hochwasser betrifft. Wir haben ja das letzte Mal auch schon erwähnt. Dieses Thema Hochwasserschutz ist etwas Elementares, glaube ich, was die Debatte mit betrifft. Und dort werden wir sicherlich auch den Finger in die Wunde legen. Und nur als eine Anmerkung, dort gibt es nämlich ein paar brisante Punkte. Das werden wir aber später auch noch in der Veröffentlichung mal eingehen. Das ist jetzt was später noch kommt. Da fehlt leider einfach jetzt die Zeit. Wir werden Ihre Fragen, die jetzt noch nicht beantwortet sind, aufgreifen und in einer Mail an Sie alle beantworten. Und wenn dann noch offene Fragen sind oder wenn Sie Feedback haben, wo ich Sie drum bitte, senden Sie es uns. Weil wir sind jetzt gleich hier am Ende. Das Webinar wird auch in Kürze jetzt schlicht und ergreifend automatisch geendet, weil wir es eben aus datenschutztechnischen Gründen sauber aufzeichnen. Und deswegen freue ich mich, melden Sie sich zum Newsletter an, dann kriegen Sie mit, wenn die nächsten Veranstaltungen sind, wenn wir neue Informationen heraussenden. An alle, die jetzt hier angemeldet waren, bekommen Sie eine E-Mail im Nachgang. Ich bedanke mich sehr, dass Sie heute Abend hier waren, sehr für Ihre Fragen. Und auch, wie gesagt, die wir nicht beantworten können, wir werden sie Ihnen beantworten. Und deswegen in diesem Sinne, vielen Dank, haben Sie noch einen schönen Abend und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.